Willkommen in Sotschi zum Großen Preis von Russland. Sotschi ist eine von nur 8 Städten in der Welt, in denen bisher sowohl Olympische Spiele als auch ein Formel 1 Grand Prix abgehalten wurde. Das Rennen ist kein gutes Pflaster, wenn man weiter hinten als in den ersten beiden Reihen steht, denn bisher kamen alle Sieger von den Startplätzen 1 bis 4. Schauen wir mal, ob sich das heute ändert. Nur 4,8 Kilometer von der georgischen Grenze entfernt bietet das Sotschi Autodrom mit einer Streckenlänge von 5,79 Kilometer insgesamt 18 Kurven, 12 Rechts- und 6 Linkskurven. Die besten Überholmöglichkeiten vor den Kurven 1 und 13, die Durchschnittsgeschwindigkeit 209 km/h. Mein Co-Kommentator für das heutige Rennen ist Stefan Römer. Nun, wir sollten vielleicht mit Sebastian Vettel anfangen. Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfacher. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Richards startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Ricciardo, Dani Quert und Leclerc, Albon, Gasly, Stroll und Sergio Perez. Norris, Grosjean, Sebastian Vettel. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Ocon, Magnussen, Sainz, Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen, Russell und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Jo, okay, gehen wir mal ins Rennen. Warte mal, ich muss mal kurz das umändern. Jetzt. Gut. Starten wir auf dem Medium, wie wir es geplant haben. Ich nehme ja gut Sprit mit, damit wir auch viel pushen können. Und dann gehen wir rein ins vielleicht letzte Rennen der Saison. Die Einführungsrunde. Ja, ich will jetzt keine so Präferenzen Mittel darstellen. So, jetzt können wir schon ein bisschen durchstarten. Reifen aufwärmen. Mit dem Medium ist gar nicht mal so unwichtig. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Naja, dann hoffen wir mal, dass wir es heute hinkriegen. Das war das Rennen gewinnen. In der schnellsten Rennrunde. Dann wäre es durch heute. Und dann wäre gesagt, dann fangen wir nächste Woche mit dem neuen Spiel an. Da können wir natürlich direkt wirklich mit dem Release anfangen. Sollte das aber heute noch nicht passen, werden wir nächste Woche das Rennen in Brasilien noch fahren. Das ist zumindest mal der aktuelle Stand der Dinge. Ich habe jetzt vergessen, das wieder runterzustellen. Naja, mal schauen. So, Reifen müssen auf Temperatur sein. Ein bisschen Abtrieb haben sie auch generiert. Und da geht es jetzt in die Startaufstellung hier, dieses vielleicht entscheidende letzte Rennen aus Russland. Quia, 5, das ist auch eine Woche. Ja, da sind wahrscheinlich halt über einige Strafen mit drin gewesen, du. Naja, müssen wir es halt mitnehmen.
Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. So, ich habe immer noch meinen Generator, ja, meinen Ventilator natürlich laufen. Das ist ein Auto, das ich noch die beiden Williams noch. Und dann gibt es das letzte Rennen, vielleicht letzte Rennen der Saison. So, schön auf Überholen schalten, damit wir dann den Angriff von Hamilton ein bisschen wegblocken können. Verstappen ist vorbei, momentan sind wir Weltmeister. Im Moment sind wir Weltmeister, weil wie gesagt, wir müssen 9 Punkte mehr holen. 9 Punkte? 9 Punkte, ja. 18 haben wir Vorsprung. Angriff Verstappen natürlich mit den Software den riesen Vorteil hier. Das wird sich aber dann in 6-7 Runden ändern. Klar, der Ferrari, wie gesagt, wenn wir jetzt momentan gewinnen, brauchen wir nicht mehr die schnellste Runde. Weil dann wären wir nämlich trotzdem etwa 10 Punkte aktuell mehr. Also so würde es passen, wäre der Titel heute klar. Meine Team-WM haben wir ja, das passt so. Wegarbeiten können wir uns. Wir müssen mal auf jeden Fall erstmal schnell über eine Sekunde kommen. So, schnellste Runde haben wir, aber das ist jetzt erstmal egal. Wie gesagt, das wäre jetzt auch ohne meine Hamilton jetzt die schnellste Runde fahren würde. Jetzt ist es hier egal. Aber das müssen wir mal schauen, wie das Rennen noch läuft. 11 Runden haben wir noch hier in Sochi, 13 insgesamt, gibt es zweite Runde drin. Am Ende werde ich mit dem Zoff einen riesen Vorteil haben. Gegenüber dem Medium der restlichen Konkurrenz. Wir können jetzt ein bisschen wegziehen. Und mein Ziel ist es halt mit Beginn der nächsten Runde über diese Sekunde zu schlüpfen, weil dann kann der Verstappen nämlich den Flügel nicht flachstellen. Und ja gut, wäre nachher wieder für ihn, das können wir versuchen, den Hamilton zu greifen. Aber wie gesagt, momentan sind wir schon erst und die schnellste Runde. Ich glaube, es würde tatsächlich sogar reichen. Aber wir werden es dann am Ende sehen. Schauen wir einfach mal. Aktueller Vorsprung etwas mit einer halben Sekunde. Das würde jetzt gerade nicht reichen. Weil jetzt würde mich Verstappen gleich angreifen dürfen auf der langen Geraden Richtung Kurve 1. Ja, Verstappen hat natürlich jetzt die Hamilton an die schnellste Runde. Ja, ich muss ein bisschen was anderes machen, weil wie gesagt, ich will natürlich das Ding hier heute rocken. Jetzt ist es auch momentan immer noch egal, weil jetzt der Vorsprung plus 9 betreffen würde. Das heißt, dann hätten wir 27 und dann ist das kriegst du eh nicht aufgeholt. 26 ist ja das Maximum, was in Brasilien zu holen wäre. Wir werden es in Brasilien wahrscheinlich dann auch nicht mehr fahren, sollte das so bleiben. Jetzt ist der erste Sektor. Ja, Platz 1 und Platz 3 gegen für Hamilton oder Maximum Platz 3 für Lewis Hamilton für der schnellste Rennen ist es egal. Aber wird noch ein bisschen zu tun sein. Weil das mit dem Thema mit Max Verstappen, das ist noch lange nicht ausgestanden. Der hängt so nicht. Angriff Verstappen und das ist ein typischer Verstappen, der probiert es halt einfach mal an der Position, der war eigentlich sehr weit weg und probiert es dort, da muss ich ihm ein bisschen den Platz lassen zum Atmen, also er
Der kann auch, wenn er sein muss. Das war jetzt gerade mal die erste knifflige Situation, die wir lösen mussten. Haben wir auch hingekriegt, Gott sei Dank. So gerade noch, aber wie lange geht das noch? Gut, jetzt ist der Angriff fast auf ihn da. Jetzt werden wir uns nicht mehr wehren können. Ein Auto kriege ich weggeblockt, das ist das erste. Ja, Flügelschaden durch diesen... Da muss ich jetzt gerade die Rückblende setzen. Bin ich ein bisschen, das habe ich jetzt ein bisschen irritiert, dass der Verstappen da angegriffen hat. Na, mein Auto werde ich mehr weghalten können. So. Ah, Mann! Ja, aber der fährt mir bewusst in, der fährt mir in die Karre und kriegst du sowas. So, muss ich das nochmal versuchen lösen. Ich meine, ich habe ja keinen Moment mehr, dass er jetzt vorbeigeht. Das würde jetzt eh passieren. Es geht jetzt um den Flügelschaden oder die Situation danach. Das Überholen wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Also deswegen habe ich nicht darüber geredet, sondern wegen dem Flügelschaden anschließend. Ja, der macht ein bisschen Druck, ne? Ja, das ist halt der Unterschied zwischen den Soft und den Mediums. Die Medios sind halt langsamer. Ich würde es jetzt nochmal probieren wollen. Ja, jetzt verbrennt er von uns und dann ist Verstappen noch einmal durch. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Und nochmal, hier will ich keine Probleme sehen, weil es ist halt jetzt passiert. Und der Titel haben wir jetzt gerade wieder weg. Weil jetzt wird man nämlich nur noch 18 Punkte holen, während Verstappen uns, während Hamilton uns 16 fahren. Und dann würde man nächste Woche noch passieren fahren. Also Fakt ist, dass wir den Ferrari, dass wir den. Ja, ich versuche es natürlich wieder mal anzugreifen, jetzt an den Red Bull, der ein bisschen wegkommen kann. Ist auch schon mal so das CS-Fenster. Also ja, der macht's heute. Es wird ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit, heute, das Ding zu gewinnen. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir Glück mit den Soften. Aktueller Stand sind nämlich nur 2 Punkte, die wir mehr holen würden. Hamilton ein bisschen unter Druck von Daniel Kwiat. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Mal einen Schaden rum. Doch, vorne rechts. Ein Flügelschaden, warum auch immer. Das erklärt, warum wir ein bisschen Probleme haben mit dem Auto. Warum uns der Verstappen so ein, zwei easy peasy holen konnte. Ein bisschen aufpassen wegen dem Track Limit. Jetzt kommt gleich Verstappen. Da haben wir gerade ein bisschen Probleme. Ja, wir müssen das Auto jetzt irgendwie noch die 1-2 Runden halten. Max dreht sich jetzt auf die schnelle Runde. Ja, Verstappen für 3 gestartet jetzt. Jetzt momentan in Führung mit Halbzeit des Rennens. Auch dieser eine Punkt, den jetzt der Hamilton wieder losgeworden ist, der wird natürlich. Macht es am Ende auch nicht fett. Wie gesagt, wir müssen da jetzt an dem Red Bull da vorne vorbei. Jetzt versucht natürlich ein bisschen wegzukommen von uns.
ich angreifen könnte. War auch wieder ein kleiner Fehler drin. Ich befürchte, dass ich gerade meine Strategie ein bisschen ändern muss. Ja, fast hat momentan 2,2 Sekunden weg. Der ist ein bisschen jetzt bisschen weggeeilt. Da komme ich jetzt gerade nicht hinterher. Aber er hat halt viel gelöst. Wieder ein bisschen reinzuarbeiten. 1,6 ist so nach. Der Problem mit dem Flügelschaden, der könnte es aber immer mal ausmachen. Aber ich werde es wahrscheinlich anders. Nein, eigentlich will ich den jetzt mal rauslassen. Weil dann brauche ich mir den Flügelschaden nicht mal. Ist jetzt egal. Der Vorsprung wieder 1,7 Sekunden. Also der, ja, immer wieder kommt ein bisschen weg, immer wieder kommt ein bisschen ran. Also 6 Runden haben wir noch Zeit, vielleicht schaffen wir es jetzt. Jetzt noch soft, frische Reifen holen, durchfahren. Und dann irgendwie ein bisschen das Ding nach Hause ziehen. Flügelschaden natürlich jetzt nicht repariert. Ich wechsle jetzt auf die Soft und versuche dann durchzukommen. Complete, go now. Klar, Flügelschaden ist natürlich nicht repariert, aber ich versuche es jetzt irgendwie durchzurocken. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. So, jetzt sind wir letzter, das ist eh egal. Jetzt auch mal, müssen wir uns irgendwie in 5 Runden richten. Push, push. Ja, die Autos jetzt gleich nochmal in die Box müssen, also sowohl die, das ist fertig. Wir müssen es jetzt irgendwie versuchen zu richten. Vielleicht schaffen wir für den neuen Soft nochmal was zu rocken. Ich weiß, es ging, ich denke, ich gehe das Auto, was davor ist. Lewis is in for a stop. Jetzt haben wir einen Vorteil mit den Soften. Okay, gap ahead is 3.3. Da vorne ist Verstappen. So, Lewis sind wir wieder vorbei. Ja. Jetzt geht es rein und an den Red Bull davor. Den müssen wir jetzt in den letzten 4 Runden knacken. Ja, es ist doch wieder erwartet. Ein bisschen mehr Spannung drin, als ich eigentlich erwartet hatte. Also, sagen wir mal, erhofft hatte. Ich hatte gedacht, das Ding, das schaffst du schon irgendwie. Aber jetzt arbeite ich mich an den Verstappen rein, weil der muss nämlich jetzt fallen. Es geht ja nicht mal um die schnellste Runde. Es geht ja rein jetzt erstmal nur um das. Ich muss vorbeikommen an dem Auto.
strategisch haben wir natürlich einen Vorteil jetzt. Weil wir einen schnelleren Reifen auf dem Auto haben. Check your MFD for a new strategy option. Ach Mann. Da habe ich mich ein bisschen verhauen. Ja, genau, du drückst mich raus und ich krieg die letzte Verwarnung. Ich war halt auf der Geraden. Dann hole ich mir halt auf der Geraden zu orientieren, was geht. Es geht nicht um das vielfältig geschlagene Überholversuch. Es geht dann um die Strafe oder um den Schaden zu sitzen. So, jetzt greife ich an. Jetzt haben wir wieder die schnellste Runde. Mit viel Power geht's vorbei an Verstappen. Jetzt hätten wir wieder den gedrehten Weltmeistertitel. Ich denke mal, es wird Verstappen auch gegen die Reifen. Gegen diese Reifen. We have 5 laps of fuel remaining. Gegen die Reifen keinen Vorteil, keine Chance mehr. 3 Runden hier noch in Sochi. Wie gesagt, hat er immer Weltmeister. Team is looking really good. You're managing it well. Könnte man nämlich auch die Strafe noch, also eine 3-Sekunden-Strafe mitnehmen. Jetzt wäre es eh wurscht, wenn wir das Ding jetzt nach Hause fahren. Eine Sekunde, also noch nicht, ne? Wie gesagt, wenn wir das Ding jetzt verlieren, sind wir wieder Zweiter. Ich darf jetzt ein bisschen aufpassen. Ich muss jetzt natürlich mich ein bisschen wegpushen. Verstappen versucht nochmal ranzukommen. Jetzt muss ich jetzt nochmal auf Softschalten. Also, er versucht mitzukommen, ne? Sagen wir mal so. Er versucht da ran und sich zu arbeiten. Das Ding ist noch nicht durchgegessen. Noch geht der Niederländer, noch sagt er, ich habe da noch eine Chance auf das Ding jetzt heute im Auto zu holen. Und unverdient wäre es vielleicht sogar gar nicht. Er ist ein starkes Rennen gefahren, wir haben nur strategisch einen Vorteil. Noch 3 Runden hier in Sochi, dann hätten wir es aktuell. Aber es ist noch nicht durch, Verstappen ist noch nicht bezwungen. Trotz des Reifenvorteils ist das Thema noch nicht durch. Glaube ich, wenn er Glück hat, dass der ist. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so ein starkes Rennen fährt. Der Verstappen fordert uns. Jetzt geht's gleich in unsere vorletzte Runde. Hier in Sochi, das wollen wir natürlich noch heute rocken irgendwie. Verstappen, kommen wir mal rein. 1,31 und noch. Also er arbeitet immer mal wieder ein bisschen mit. Also wirklich weg kommen wir nicht. Ich dachte mir, nachdem ich ihn jetzt mit so viel Übersprung hatte. Dachte ich mir, jetzt ist das Thema eh gegessen mit dem frischen Reifensatz. Strategisch war es eigentlich statt jetzt perfekt. Weil wir mussten es irgendwie nach Hause fahren so. Weil ich glaube, sonst hätten wir es nicht gewonnen. We've only got 2 laps of fuel left. Aber wir haben auch einen kleinen Flügelschaden, wir haben ja vorne rechts den Plate weg. Sollte das jetzt nicht in der etwa anderthalb Runden auch sich
festen Wahrheit, dass wir das Ding nach Hause fahren, dass wir den Weltensieg haben, geht es nächste Woche mit dem neuen F1 2021 dann in den Rund. Sollte es aber hinauslaufen, dass wir heute den Titel nicht klar machen, weil noch irgendwas passiert, ein Verstappen holt uns oder sowas noch. Oder nimmt Verstappen fällt aus, wie auch immer. Es hängt, fällt und hält mit, hier fällt mit Verstappen. Oder unser Auto macht dann irgendwelche Mucken. Das kann natürlich auch sein. Sollte Hamilton jetzt ausfallen, ist das Thema eh gegessen. Dann würde ich auch verdienterweise Verstappen vorbeiziehen lassen. Aber wie gesagt, sollte das... Weil so kann ich es nicht. Weil aktuell wäre der Titel nämlich futsch. Sollte Verstappen nämlich anders vorbeigehen. So, letzte Runde, liebe Leute. Letzte Runde hier gleich in Sochi. Sollte das Thema durch sein. This is your final lap of the race. So, DRS hat er nicht, das heißt, der kann nichts machen. Ich habe noch eine kleine Reserve im Tank. ,6 haben wir noch Vorsprung, eine gute halbe Runde. Aber ich denke mal, das sollte funktionieren hier noch. Hier über eine Sekunde nur noch der Vorsprung gegen Max Verstappen. Also, das kann jetzt noch passieren. Die holen jetzt die Zeitstrafe. Wir sind wir nur noch Dritter. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu weit noch irgendwie rausrutschen. Den Tank jetzt nochmal ein bisschen laden, damit wir für die letzte Runde, für den letzten Meter gewappnet sind. Jetzt kommt der Tunnel. Schön anbremsen. Kann Verstappen nochmal zurückschlagen. Kann er uns fast packen, wie damals mit My Team. Ricciardo auf der Langgeraden. So, jetzt habe ich nochmal, nehme ich nochmal ein bisschen. Oh, dann haben wir den Titel. Fantastic drive. And it means your driver's world champion. What a result. Enjoy it. Das heißt, wir fahren nächste Woche nicht Brasilien, sondern wir starten mit Australien in F1 2021. Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es vielleicht einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern können, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt kann ihn niemand trotz des kaputten Autos das Ding wieder nach Hause fahren. Das war ein spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Es war eine phänomenale Saison und den Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Gott sei Dank haben wir das Ding durch. So, Feierabend. Das war F1 2020. Zwei Saisons Teamkarriere haben uns begleitet und halt diese Fahrer-WM-Karriere. Und in meiner Karriere kommen wir es nicht rocken mit der Welt mit dem WM-Titel, aber in hier ging es dann. Hier haben wir es dann gut in der Fahrkarte. Deswegen habe ich ja ziemlich bewusst auf Mercedes gesetzt. Und wirklich einmal haupt mal einen F1 abzuschließen mit dem Fahrer WM
wir mit dem Fahrradtitel. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Richards. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine ausgemachte Sache sein, aber schauen wir uns dennoch die Tabelle an. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, das war's. Das ist das Finale gewesen, NFL 2020. Da kann man direkt mit dem Release, mit dem neuen Spiel starten. Da freue ich mich auch mega drauf, weil am 13. kommt sie nämlich raus. Also für mich am 13. und 16. kommt. Zuerst mal ein kommt die Original, kommt die normale Version, schöne Version. Sein. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? So. Erster und zweiter Platz in der Meisterschaft. Wie kommt es, dass Ihr Team sich so sehr von den anderen abhebt? Wie fühlt es sich an, der diesjährige Formel-1-Weltmeister zu sein? Sie haben sich im Vergleich zum letzten Wochenende deutlich besser geschlagen. Was hat sich geändert? Klasse, das war dann alles. Jo, haben wir's. Wir haben jetzt beide WM-Titel geholt. Den Konstrukteurs-WM haben wir schon ein bisschen was länger, aber den Fahrer-WM-Titel, den haben wir mit diesem Sieg heute klar gewartet. Und es war sehr spannend, weil es hätte auch mit Verstappen sehr anders ausgehen können, sehr viel anders ausgehen können. Aber wie gesagt, nächste Woche wäre eigentlich Brasilien dran, das fahren wir gar nicht mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann heißt es F1 2021. Bis dahin und tschüss.